So, liebe Leute, ich habe die Spoiler zum One Piece Kapitel 1011 am Start und Leute, es wird jetzt alles ein bisschen anders. Also, es ist wirklich, wirklich ein Chapter, mit dem ich so nicht gerechnet habe, so wie es jetzt da ist. Ruffy wird oben alleine gelassen mit Kaido, Zoro und Law sind unten und es sieht in dem Kapitel so aus, dass Big Mom auf der Seite von Ruffys Allianz jetzt ist, beziehungsweise sie wird gerade so ein bisschen benutzt. Wie das zu verstehen ist, erkläre ich euch nach dem Intro. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen und ab dafür! One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Also, das Kapitel 1011 trägt den Namen Die Lehre der roten Bohne. Der roten Bohnen, was auch immer das sein soll. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wieder irgendeine Metapher, irgendein japanisches Märchen oder irgendwas, was so ein bisschen hier angeteased wird wieder, thematisch. Mehr dazu aber am Ende. Es geht direkt auch weiter, da wo es aufgehört hat. Wir sehen Killer, Kid, die ja noch letztes Chapter auf dicke Hose gemacht haben und gesagt haben, überlasst Big Mom uns, wir machen das. Und das Erste, was wir sehen in diesem Kapitel, die beiden sehen, dass Big Mom nicht nur auf Zeus fliegen kann, sondern auch auf Prometheus. Und das reicht denen schon aus, schlotternde Knie zu kriegen und die haben Angst und hauen ab. Das reicht denen schon, dass die sehen, Big Mom kann auch ohne Zeus fliegen. Wie dem auch sei, Zeus, der ja noch in der Metallbox eingesperrt war von Kid, ist entkommen, denn Kids Kräfte irgendwie, die sind irgendwie schwächer geworden, sodass die Metallbox sich geöffnet hat und so konnte Zeus irgendwie entfleuchen. Und er sucht jetzt wieder Big Mom und wir sehen dann auch, was Law macht und genau das, was wir auch angenommen haben, macht Law. Law teleportiert Zorro und auch Zeus erstmal weg. Also er hat Zeus sozusagen mit weg teleportiert einfach und Zorro weggeschambelt, um Ruffy halt alleine zu lassen, denn Ruffy hat ja noch die Fäuste geballt und hat letztes Chapter noch gesagt, überlass das mir, ich mach das. So, dann sehen wir jetzt erstmal, was unten abgeht. Und genau das, was wir eigentlich nicht wollten, dass wir jetzt erstmal sehen, was unten abgeht. Wir wollten ja alle sehen jetzt Ruffy gegen Kaido mit dem erweiterten Königshaki. Wie geht's jetzt weiter? Da wären wir noch ein bisschen auf die Folter gespannt. Nächste Woche ist auch leider wieder Pause, aber das Geschehen unten mit Big Mom, die ja auch genauso gefährlich ist wie Kaido, nimmt jetzt echt unerwartete Wendungen an sich. So, dann steht hier, dass Kid und Killer bei dem Schloss ankommen nach einem Angriff von Big Mom. Also wurden die wahrscheinlich noch angegriffen von Big Mom dann während der Flucht sozusagen. Und die beiden, Kid und Killer, konfrontieren dann Hawkins. Ja, alle haben sich immer gefragt, wo ist der Typ? Der ist gefühlt seit 100 Jahren verschollen. Jetzt ist er wieder da und er kriegt dann 1 gegen 1 gegen Killer. Killer gegen Hawkins und Kid ist derjenige, der sozusagen dann alleine weiterzieht und seine rechte Hand, also Killer, dort einfach jetzt das 1 gegen 1 austragen lässt, sozusagen gegen Hawkins, was ich ziemlich nice finde. Also ich bin gespannt und das Krasse ist, dass Kid dann Big Mom wiederum dann weiterhin sucht. Also der hat das Ziel trotzdem nicht aufgegeben. Der hat nur kurz die Beine in die Hand genommen, aber jetzt wiederum sucht er Big Mom und er hat immer noch das Ziel, sie irgendwie zur Strecke zu bringen, was natürlich einfach utopisch ist, aber dann geht's weiter, wir sehen mal wieder andere Charaktere, die wir lange nicht gesehen haben, und zwar Page One, einer der Flying Six, der verfolgt nämlich Nami, Lysop und Otama, und es muss sein, Leute, natürlich besteht der ganze Krieg, der ganze Kampf dort nicht nur aus Ruffy, Zoro und Kaido, es gibt so viele Charaktere und Oda will natürlich allen Charakteren auch irgendwie die Zeit geben und die Momente auch dann natürlich ausreichend erklären und nicht nur so schnell wischiwaschi über die einzelnen Szenen rübergehen, deswegen brauchen wir jetzt auch mal wieder so ein Chapter, es ist so, wir müssen uns mal dessen klar werden, es kann jetzt nicht nur der Kampf Ruffy gegen Kaido bis zum Finale, bis keiner mehr kann und dann am Ende sehen wir dann offscreen sozusagen, was da unten passiert ist. Das geht natürlich auch nicht. Deswegen, wir sehen Otama auch, die beim Live-Floor, also da, wo Queen ist, dieser Hauptplatz mäßig, da ist Otama und sie gibt diesen ganzen Giftern, also die alle eine Smile-Toys-Frucht gegessen haben und davon auch profitieren, sprich eine Fähigkeit bekommen haben, denen gibt sie Befehle, denn diese haben alle dort auch das Kibidango gegessen, sprich ihre Teufelskraft, dass sie Tiere rumkommandieren kann und alles mit ihren Kibidango-Bällchen. Die Gifters haben davon gegessen und deswegen kann sie hier befehligen. Was ja schon ziemlich krass ist, dass Chopper dort mit dem Virus, mit dem Gegengift sozusagen, Leute auf seine Seite zieht und die Kibidango-Bällchen ziehen auch nochmal Leute auf die Seite von Ruffys Allianz und auf der anderen Seite schwindet die Streitmacht von Kaido, was natürlich das Beste ist. Wenn du Feinde zu Verbündeten machst, ist es noch besser, als würdest du die Feinde einfach nur zu besiegen. Also es ist schon das Geilste, was passieren kann für den ganzen Arc, für den ganzen Kampf dort. So, dann sehen wir Lysop, der kriegt den kleinen Moment, wie er es schafft, Page One zu stoppen, ein bisschen aufzuhalten, mehr oder weniger wahrscheinlich mit seinen komischen Ranken mit seinen Pflanzen und so. Und dann passiert es. Nami, Lysop, Otama laufen weiter und auf einmal steht Big Mom vor ihnen. Big Mom steht vor ihnen. Nami und Lysop natürlich wieder total ängstlich, total am Eier flattern. Und Tama, Otama, nennt sie immer noch Olin. Sie hat sie ja getroffen, wo Big Mom Olin war und ihr Gedächtnis verloren hatte sozusagen. Und Otama weiß, glaube ich, gar nicht, dass das jetzt die gefährliche Big Mom ist, die so mächtig wie Kaido ist. Sie nennt sie auch hier immer noch Olin und redet mit ihren ganz freundlichen Zügen. Und Big Mom aber auch. Es gibt ja schon ein Bild. Big Mom lächelt sie an, die beiden reden ganz gut, als könnte sie sich noch an ihre Olin-Zeit erinnern, also Big Mom. Oder sie ist einfach nur kinderfreundlich.
nicht. Ich weiß es nicht, wie man das hier deuten soll. Ob Big Mom sich noch an sie erinnern kann oder ob sie einfach kinderfreundlich ist oder ich weiß es nicht. Es ist ganz komisch. Big Mom ist auf jeden Fall freundlich gesinnt Tama gegenüber. Und Prometheus sagt dann etwas, was mich ein bisschen stutzig macht. Prometheus sagt zu Big Mom, dass er, also Prometheus, in einen Special Mode gehen kann. Beziehungsweise, vielleicht ist es sogar so gemeint, dass Prometheus das zu Big Mom sagt, dass Big Mom in einem bestimmten Modus ist, der nur hervorkommt, wenn sie Kinder eines bestimmten Alters trifft, beziehungsweise Kinder, die noch nicht so alt sind, beziehungsweise Kleinkinder. Wenn sie die trifft, dass sie dann einfach in einen speziellen Modus geht, in so einen kinderfreundlichen Modus, in eine kinderfreundliche Oma-Modus. Kann man das so sagen, in einen kinderfreundlichen Oma-Modus? Ich glaube schon. So in etwa sieht es ja auch für mich aus und es würde auch ein bisschen passen. Hier steht nämlich, der kommt nur zum Vorschein, wenn sie Kinder unter einem bestimmten Alters trifft. Und so wirkt es für mich hier auch. Und Otama erzählt hier, dass Okobore Town, also die Stadt der Reste, zerstört wurde von Kaidos Verbündeten, beziehungsweise von Kaidos Untertanen. Und weil halt Otama so ein kleines Kind ist, ist Big Mom so doll in ihrem sozusagen kinderfreundlichen Modus, dass sie dann sozusagen vergisst, wer Freund und Feind ist. Also so interpretiere ich das Ganze jetzt hier. Ihr müsst natürlich nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Wenn die Spoiler noch detaillierter kommen oder wenn das Chapter raus ist, dann werden wir es nochmal richtig sehen. Aber so fasse ich das gerade auf. In den ersten Spoilern stand irgendwie, dass Prometheus in irgendeinen Modus geht. Jetzt sieht es für mich aber aus, dass Big Mom irgendwie so ein kinderfreundlichen Modus geht. Denn Page 1, ein kleiner Szenenwechsel, hat sich wieder erholt von Lysops Angriff und er ruft daraufhin nur zu Big Mom, dass er Nami und Lysop und so nicht entkommen lassen soll, auch Otama nicht, die ja gerade noch redet mit Big Mom. Und da passiert's. Big Mom attackiert auf einmal Page 1. Aber warum, Leute? Warum macht sie das? Wirklich nur, weil sie in diesem komischen Kindermodus ist? In diesem kinderfreundlichen Modus? Und Otama hat ihr sozusagen noch gesagt, dass die Stadt der Reste zerstört wurde und alles. Und daraufhin sagt Big Mom auch nur zu Page 1, ob er denn Moral hat, ob er Anstand hat. Und das Chapter endet nur, dass man Ulti sieht, sprich die Schwester von Page 1, total schockiert, dass auf einmal eine verbündete Big Mom hier die Flying Six attackiert. Und ich glaube, ich weiß es zwar nicht, aber ich glaube, der Angriff gegen Page 1 von Big Mom sieht so krass aus. Das ist so übertrieben, glaube ich. Und da ist jetzt die Frage, kann Otama nicht nur die Gifter kontrollieren, sondern auch Big Mom? Weil Otama einfach so ein kleines Kind ist. Wir haben Big Mom halt auch noch nie richtig gesehen, wie sie mit kleinen Kindern agiert, ne? Und vielleicht ist das wirklich so ein Ding, was sie noch mitgenommen hat aus ihrer Kindheit, weil sie halt so eine relativ schlimme Kindheit hatte, dass sie einfach zu Kindern extrem nett ist. Und Leute, ganz ehrlich, das macht sie schon so ein bisschen sympathisch, muss ich sagen. Das macht sie echt so ein bisschen sympathischer als vorher zumindest, dass da selbst Freund und Feind egal ist, wenn es um ein Kind geht. Und es ist ja nicht deswegen, weil Big Mom jetzt wieder auf den Kopf gefallen ist und wieder Olin ist und sich wieder manipulieren lässt. Es ist ja wirklich nur, weil Otama so ein kleines Kind noch ist und Big Mom einfach vor Kindern halt anders ist. So fasse ich das hier auf. Es ist zwar jetzt ein kleiner Downer nach dem letzten Chapter, was ja wirklich eine 10 von 10 war. Und ich frage mich, wie das Ganze jetzt weitergeht. Was ist denn, wenn Otama jetzt weg ist? Ist Big Mom dann auf einmal wieder die normale Big Mom? Ist die dann wieder gefasst? Wie viele multiple Persönlichkeiten hat denn Big Mom, bitteschön? Wenn sie Hunger hat, ist sie extrem. Wenn Kinder da sind, ist sie kinderfreundlich. Wenn sie sich den Kopf schüttelt, ist sie eine komplett andere. Obwohl das eine Amnesie war, aber die normale Big Mom hat ja auch schon in gewissen Situationen ganz viele persönliche Einstellungen, die sich immer wieder ändern. Was ja wirklich so ein bisschen an multiple Persönlichkeiten erinnert. Da ist jetzt die Frage, wie dort kann man das ausreißen? Könnte jetzt Otama sich einfach auf Big Moms Kopf setzen und sagen, Kaido will mich töten, bitte greif ihn an oder sowas? Und dann ist sie auch auf einmal gegen Kaido oder was? Also wo sind da die Grenzen? Das frage ich mich nur. Und wie weit will Oda das noch treiben? Ich glaube, jetzt wäre der beste Moment. Und ich glaube, das wird nächstes Chapter auch dazu kommen, vielleicht, dass Kid auf Big Mom trifft und sie attackiert. Was denn natürlich ein dummer Move wäre. Klüger wäre es jetzt, wenn Otama das ausnutzt und Big Mom versucht fernzuhalten von dem ganzen Schlachtfeld. Dass sie das irgendwie hinkriegt, dass die Big Mom Piraten wieder wegsegeln. Was aber ein bisschen schwer ist, glaube ich, in Otamas Position selbst. Aber ich glaube, Big Mom spielt hier nicht nur diese kinderfreundliche. Ich glaube wirklich, das, was Prometheus auch gesagt hat, wenn Kinder unter einem bestimmten Alters vor ihr sind, dann kann sie einfach nicht anders als so zu agieren. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Es interessiert mich wirklich, wie ihr dazu denkt. Also ich finde es ein bisschen komisch, ein bisschen weird. Jetzt auch auf einmal so ein Chapter, ein bisschen random, was ja komplett nochmal die Tables turnt. Also es ist ja komplett jetzt nochmal ein Umschwung, wenn wir Big Mom auf der Seite von Ruffys Allianz haben irgendwie. Sie muss ja nicht auf der Seite von Ruffy sein, aber wenn sie auf der Seite von Otama ist, auch wenn sie es nicht weiß, dann ist sie aber auf der Seite von Ruffy. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin erstmal raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao, tschüss, euer Theo.